Also, Herr Braun, wir hören, die Osterruhe war eine Idee, an der Sie maßgeblich beteiligt waren. War es Ihre Idee? Ja, ich habe in der Diskussion, als wir uns gefragt haben, was muss jetzt geschehen, um eben diese dritte Welle zu durchbrechen, haben wir ja über Ausgangssperren und vieles diskutiert, was über die nächsten Wochen wirkt, was uns quasi sehr, sehr lange belastet. Und dann kam sozusagen das Gefühl aus dem Kreis auch der Ministerpräsidenten als Rückmeldung aus der Bevölkerung, solche langen, immer wieder sozusagen zermürbenden Maßnahmen werden immer schwerer toleriert. Kann man nicht etwas machen, was kürzer und prägnanter wirkt? Und da habe ich sehr deutlich gesagt, dass man einfach sehen muss, je kürzer eine Maßnahme ist, desto einschneidender muss sie sein, damit sie überhaupt einen Effekt auf diese Pandemie hat. Und nochmal betont, wie gefährlich diese dritte Welle jetzt ist angesichts der neuen britischen Mutation. Aber Sie haben das ja nicht mit dem Ministerpräsidenten und Präsidentinnen diskutiert, sondern Sie haben das ja tatsächlich erst spät am Abend aus der Kiste gezogen und damit die Ministerpräsidentenrunde überrascht. Wollten Sie die überrumpeln? Nein, es war eine Situation, die auch gerade Frau Rosenfeld schon sehr zutreffend geschildert hat, wo sozusagen der Einstieg in die Diskussion auf der Ministerpräsidentenkonferenz die Frage war, wie gehen wir mit dem internationalen Urlaub um? Was für Folgen hat das sozusagen im Sinne der Gleichberechtigung auf nationalen Urlaub? Eine Debatte, die sehr auf Öffnungen gezielt hat, was im Augenblick angesichts der Situation wirklich nicht geht. Und deshalb war dieser Moment, wo sich dann auch die Führer dieser Konferenz, die Kanzlerin Olaf Scholz, auch Herr Söder und Herr Müller über die Frage Gedanken gemacht haben. Da waren die anderen schon nicht mehr dabei, nicht wahr? Das heißt, das war die kleine Runde, da saßen sie dann gemeinsam zusammen und dann kam dann diese Idee. Ja, und dann war die Frage, wir müssen jetzt ein Signal haben, wir müssen bremsen und wir müssen ein deutliches Signal setzen, dass wir jetzt wieder in einer ernsten Lage sind. Weil die Hoffnung, nachdem in den letzten Wochen die Zahlen so runtergegangen sind, dass wir jetzt wieder in eine Öffnung hineinkommen können, die vielleicht durch das Impfen der Älteren uns sogar sozusagen vom Infektionsgeschehen verziehen wird. Das ist eben nicht der Fall. Wir haben deutliche Warnungen der Intensivmediziner bekommen. Wir sehen, dass jetzt auch die Zahlen auf den Intensivstationen auch schon wieder steigen. Also es ist eine ernste Lage und es muss durch entsprechende Maßnahmen untersetzt werden. Und da habe ich an der Diskussion auch teilgenommen und insofern schließe auch ich mich den Worten der Kanzlerin an, dass wir dann einen Tag später festgestellt haben, dass das nicht umsetzbar ist, während der eine oder andere sich darauf vielleicht gefreut hat, aber viele versucht haben, das irgendwie für sich zu organisieren. Ich will Sie nicht quälen, aber ich muss jetzt noch mal fragen. Also dann schießt man aus der Hüfte so einen Vorschlag, der dann heißt, wir machen etwas, das nicht mal definiert ist. Ist das ein Ruhetag? Ist das ein Feiertag? Wie wird der behandelt? Einfach aus der Hüfte schießen, ohne das zu prüfen, ob das überhaupt geht? Nein, wir haben im Grunde genommen über die verschiedenen Varianten von nach dem Infektionsschutzgesetz gesprochen, wie man eine sozusagen Beschränkungen machen kann. Ich Lockdown rede jetzt nur von der Osterruhe. Ja, also diese Osterruhe, das gibt es ja gar nicht. Ist ja im Ansatz genau das Gleiche. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nach dem Infektionsschutzgesetz, so wie wir über viele Monate zum Beispiel Bereich Veranstaltungsbetriebe den Betrieb untersagt haben, dass man für einen ganz kurzen Zeitraum über Ostern, um diese Ruhe herzustellen, sowas eben in breiteren Teilen der Wirtschaft macht. Das war die Diskussionsgrundlage. Die Diskussionsgrundlage ist den Ministerpräsidentinnen so nicht klar gewesen. Die fühlten sich zum Teil überrumpelt. Das war spät in der Nacht. Die haben es dann abgenickt. Malu Dreyer sagte heute, sie hatte Zweifel an dem Vorschlag und trotzdem hat sie zugestimmt. Unter der Voraussetzung, dass der Bund den rechtlichen Rahmen für die Osterruhe schaffe. Nun betont sie heute, sowas muss aber vorher geklärt werden. Das ist Ihr Job. Wieso haben Sie es nicht vorher geklärt, ob das überhaupt geht rechtlich? Mit wem haben Sie sich denn beraten? Also das eine ist, ich glaube, das Wichtige ist, dass man jetzt darüber spricht, wie wir diese Situation auch jetzt über Ostern lösen. Nee, erstmal würde ich gerne wissen, wie das kommt, dass Ihnen so ein großer Fehler unterläuft, weil das ist ja kein kleiner Fehler. Es ist eine Riesenaufregung, die Menschen verlieren das Vertrauen. Wie kann das passieren, dass sie das nicht vorher rechtlich abgesichert haben? Es war eine Situation dieser Ministerpräsidentenkonferenz, wo viele
Vorschläge auf dem Tisch gelegen haben, die alle bekannt sind. Und die alle Ausgangs- nicht rechtlich geprüft Kontakt, waren. Nein, die absolut geprüft sind, die klar sind. Kontaktsperren, Ausgangssperren und alle die Instrumente, die wir kannten, hat eines nach dem anderen. Jeder hat gesagt, wir brauchen ein Instrument zusätzlich, um in dieser Pandemie bundesweit ein Bremsklotz einzuziehen. Aber das, was wir an Maßnahmen schon besprochen hatten, ist am Ende in der Ministerpräsidentenkonferenz verworfen worden. Hat die Kanzlerin Ihnen Anschiss verpasst, weil Sie etwas auf den Tisch gelegt haben, was rechtlich vorher nicht geprüft war? Also jeder, der in der Ministerpräsidentenkonferenz war, wusste, dass es sich, das war eine Diskussion, diese Idee Ruhetage ist überhaupt erst in der Diskussion entstanden. War nicht allein mein Vorschlag. Ich habe meinen Anteil dran und deshalb schließe ich mich auch der Entschuldigung an. Aber es war nicht so, dass irgendjemand den Eindruck hätte haben können, dass das jetzt etwas ist, was in vergleichbarer Weise vordefiniert ist wie andere Maßnahmen, Sie haben die es man unterschätzt, hätte ergreifen können. Ob man es machen kann oder nicht. Und haben wir uns am nächsten Morgen daran gemacht, nachdem wir abends auch aus den Ministerien gefragt haben, kann man das machen, uns am nächsten Morgen dran gesetzt und haben gesagt, das setzen wir jetzt um. Also gut, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist der Fehler? Das ist ein großer Fehler, weil er natürlich dazu geführt hat, dass viele Menschen sich darauf eingestellt haben, positiv oder negativ. Mhm. Und das darf man nicht geringschätzen und sowas darf nicht nochmal passieren. Und wenn man die Verantwortung dafür übernimmt, was folgt da als Konsequenz? Weil die Kanzlerin hat um Verzeihung gebeten, das ist gut. Es gab natürlich heute auch die Forderung nach Rücktritt. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus diesem Fehler? Also ich finde es ganz bemerkenswert, dass viele sagen, Fehlerkultur sei wichtig. Viele sagen, sie haben Respekt vor der Reaktion der Kanzlerin. Wir haben deutlich gemacht, nach einem Tag der Prüfung, dass wir das nicht umsetzen können. Wir haben entschieden, dass das etwas ist, was wir jetzt nicht tun können und haben deshalb gesagt, das wird so nicht stattfinden, bevor wir in die Umsetzung gegangen sind. Und ich finde, dann zu sagen, so ein Eingeständnis Fehlers ist Respekt, wir wollen eine Fehlerkultur im Land, dann anschließend sozusagen die Diskussion gleich fortzusetzen und über Vertrauensfragen und Rücktritte, das finde ich nicht angemessen. Das heißt, die Konsequenz, die Sie ziehen könnten, wäre, so eine Situation wird nie wieder passieren. Eine Sitzung in der Nacht, die um 2.30 Uhr aufhört, nach 15 Stunden, wird es so nie wieder geben? Also ich glaube, dass auch die Art, wie wir diese Ministerpräsidentenkonferenzen durchführen und vorbereiten, das war auch heute Morgen, als wir dann in einer kurzen Schalte uns darüber verständigt haben, dass es jetzt diesen Weg, diese Umsetzung nicht geben wird. Etwas, was ganz viele Ministerpräsidenten auch gesagt haben, auch die Kanzlerin. Wir müssen in Zukunft diese Dinge anders vorbereiten. Und das Problem, wissen Sie, ist, die Lage ist so ernst. Die Infektionszahlen steigen. Man weiß, man muss innerhalb von wenigen Tagen handeln. Wir haben nicht viel Zeit, irgendwie zu warten. Und dann gibt es eine Diskussion über die verschiedenen Instrumente. Mhm. Und das ist eben nicht so einfach, dann zwischen schnellem und entschlossenem Handeln auf der einen Seite und der minutiösen Vorbereitung, die uns in Deutschland ja auch so typisch ist, immer den richtige Maß zu finden und das zeigt das. Wann ist denn der Fehler eigentlich passiert? Also im November haben wir einen halben Lockdown gehabt. Da war aber schon klar, da kommt irgendwas auf uns zu. Im Dezember haben die Experten gewarnt, da kommt eine Mutation auf uns zu. Im Januar wusste man schon, wie weit verbreitet sie in Deutschland ist. Da kamen die Experten wieder und haben gesagt, das wird ein richtiges Problem. Im März waren die Zahlen schon so, dass man eigentlich nicht mehr hätte einen MPK-Gipfel, Ministerpräsidentenkonferenz machen können, wo man sagt, wir versuchen jetzt mal zu öffnen, sondern vielleicht schon da etwas verkünden müssen. Also wann genau ist Ihr Fehler passiert? Weil die Pandemie kam nicht überraschend. Also diese Form jetzt, die neue Pandemie, wie Frau Merkel sagt. Na, wir haben sehr deutlich am 3. Oktober gesagt, dass da kein Raum für große Öffnungsschritte ist. Wir haben ein Instrument, als wir am 3. März getagt haben, da haben gerade die ersten Selbsttests ihre Zulassung erhalten. Und gleichzeitig ist es seit Februar so, dass wir sehr, sehr viele Schnelltests auch im Markt verfügbar haben. Und deshalb war das wesentliche Ergebnis, das wir am 3. März erzielt haben, wir müssen jetzt
deutlich mehr testen. Mhm. Und in dem Maße, wo wir das tun, entsteht Spielraum für ganz vorsichtige Öffnungen, die, wenn sie nicht gut funktionieren, durch die Notbremse auch gleich wieder zurückgenommen werden. Testen ist ein gutes Stichwort. Sie haben ein ziemlich großes Versprechen abgegeben Anfang des Monats, am 6.3. Das haben wir hier mal vorbereitet. Sie haben im Prinzip gesagt, wenn wir jetzt den Testumfang, den wir jetzt versprochen haben, gibt es nach meiner festen Überzeugung genügend Schnelltest. Der traditionelle Schnelltest wird schrittweise von dem etwas angenehmeren Selbsttest abgelöst. Wenn man beide Arten von Tests zusammennimmt, haben wir definitiv genug. Angekommen sind die nicht. Die Schulen haben keine Möglichkeit, zweimal die Woche zu testen. Fast kein Bundesland kriegt das hin. Es gibt Ministerpräsidenten wie Dietmar Woidke, die gesagt haben, die Taskforce hat nicht geliefert. Das Versprechen haben Sie schon mal nicht eingehalten, oder? Also wir haben auf der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt auch darüber gesprochen, dass diese Taskforce, die die Tests besorgen sollte, ihre Arbeit gemacht hat. Und die klare Aussage, die alle auch bestätigt haben, ist, dass jetzt für März, April sozusagen die erste Liefercharge für die zwei Monate für alle Länder und für die Tests in den Schulen genügend Selbsttests geordert worden sind. Mhm, die sind irgendwo im Universum und kommen dann, wenn die Pandemie vorbei ist. Nein, die kommen wochenaktuell. Also das ist wirklich so, dass wir von den Herstellern klare Zusagen haben, die sind in dieser Woche gekommen, die kommen in der nächsten Woche. Ich meine, der März ist bald rum, wir haben deutliche Liefermengen schon im März. Also es ist nicht so, dass es an Tests mangelt und schon gar nicht an den normalen Schnelltests. Also in den Schulen sind sie nicht angekommen. Die Unternehmen, die jetzt zweimal die Woche testen sollen, sagen, wo sollen wir die denn herkriegen? Der Markt ist leer gekauft. Also wo sind diese Tests? Wir haben den Unternehmen extra deutlich gesagt, dass wir von ihnen einen Aufbau jetzt bis Anfang April erwarten. Und haben auch gesagt, diese normalen Schnelltests, die eben noch nicht diese angenehmeren Selbsttests sind, die gibt es in großer Zahl und die sind auf dem Markt verfügbar. Die können Sie, wenn Sie haben möchten, Sie es mal versuchen, jetzt in Berlin? Und hier bestellen. In Berlin gehen Sie mal irgendwo zu einer Drogerie und versuchen Sie mal die Tests zu kaufen. Dann müssen Sie wirklich früh aufstehen oder sehr spät abends irgendwo in die Arkaden gehen, weil die sind einfach nicht da. Na, also die Tests, die Schnelltests, die von Betriebsärzten und Testzentren und so verwendet werden, die werden über den Praxishandel bezogen und die sind verfügbar. Okay. Und die Schnelltests, die haben wir jetzt prioritär erstmal sichergestellt, dass die für die Schulen verfügbar sind. Und die sind für März und April auch genug da. Im März waren sie nicht da, das kann man einfach wirklich. Also alle Bundesländer haben gesagt, sie hatten nicht genügend, um die Tests zu machen. Wir warten auf den April und fragen nach dem Osterurlaub. Wir fragen nach Mallorca. Sie haben gesagt, das ist ein Mutantenschmelztiegel, was da passiert, dass da alle hinfliegen können. Jetzt heißt es, es wird geprüft, tatsächlich die Möglichkeit, Auslandsreisen ja nicht zu verbieten, aber zu unterbinden. Was heißt denn das? Naja, wir haben eigentlich momentan eine Situation, dass wenn in einem Reisegebiet die Inzidenz über 50 ist oder noch höher, dass wir dann ein Risikogebiet ausweisen. Und das ist Mallorca schon mal. Bei Mallorca passiert ist, ist, dass die Inzidenz niedriger war und damit die Einstufung aus Risikogebiet zurückgenommen werden musste. Das ist so. Und jetzt haben wir eine Situation, dass Deutsche nach Mallorca fliegen können. Dass übrigens Spanier nicht nach Mallorca fliegen können. Das heißt, die haben das können im Sie eigenen was Land tun, untersagt. Können Sie und was deshalb tun, haben wir was jetzt den Auftrag ausgelöst, dass wir in der Regierung jetzt sehr genau prüfen, ob wir was dagegen tun können. Denn das ist auch eine Frage der Gleichbehandlung. Wenn wir jetzt in Deutschland sagen, angesichts der dritten Welle, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dann sind eben Bilder von Urlaubern in Mallorca wirklich das falsche Signal. Samstag beginnen die Ferien in den meisten Bundesländern. Vor den Fernsehgeräten sitzen jetzt vielleicht ganz viele Menschen, die sich fragen, ja, fliege ich jetzt am Samstag oder fliege ich nicht? Werden Sie es, also wenn man es überhaupt machen möchte, werden Sie bis Samstag dann eine Entscheidung getroffen haben oder wie sieht das aus? Also wir haben auch in jedem bisherigen Beschluss deutlich gesagt, dass wir eindringlich davon abraten, aus touristischen Gründen jetzt Reisen zu unternehmen. Wir arbeiten auch an Testpflichten und man muss auch darauf hinweisen, dass schon nach unserem jetzigen Rechtszustand, wenn urlaubsbedingt die Inzidenz in Mallorca oder an anderen Orten wieder steigt, die heute kein Risikogebiet sind, dann löst das bei der Rückkehr auch wieder eine Quarantäne aus. Aber mir geht es jetzt um den Abflug. Empfehle ich sehr, dass man momentan solche Auslandsreisen nicht unternimmt. Ich verstehe das, aber mir geht es jetzt um den Abflug. Werden Sie bis zu Beginn der Osterfeiertage, das ist dann nächste Woche, werden Sie da das
als Regierung sagen, Sie werden es unterbinden, die Auslandsreisen? Also ich glaube, der Lernpunkt des Tages ist, dass ich heute das nicht ankündigen kann, weil wir das uns jetzt sehr genau angucken. Okay, die Kirchen, nur ganz kurz. Horst Seehofer ist total sauer, dass Sie in diesen Beschlüssen am Montag gesagt haben, die sollen bitte auf Präsenzgottesdienste verzichten. Eine Partei mit dem C im Namen, die sollte so etwas nicht machen. Hat er da recht? Karfreitag und Ostern, das ist der höchste Feiertag für uns Christen. Und das war auch im letzten Jahr schon nicht leicht. Das waren für mich sehr eindrückliche Bilder, die stellvertretend stehen, auch für die Pandemie, wenn man den Papst sieht, wie er in einer quasi menschenleeren Kathedrale steht. Und insofern haben wir darüber auch sehr intensiv in der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen. Aber der entscheidende Punkt, den man jetzt deutlich machen muss, ist überall, wo Menschen sich treffen. Und das ist leider so, dass wir auch gelernt haben, selbst wenn wir gute Hygienekonzepte haben, es passieren doch immer wieder Ansteckungen. Und deshalb zu sagen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen noch mal außerordentlich vorsichtig sind, das war so einhellig die Meinung, dass wir dort gesagt haben, wir sprechen diese Bitte aus und hoffen, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften der nachkommen. Gut, wir müssten alle diese Gespräche gar nicht führen, wenn Folgendes passieren würde. Die Kanzlerin hat ganz klar auch das Thema analysiert, das uns alle retten könnte. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt wird. Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen. Herr Braun, wo ist diese Flexibilität? Sie müssen sich einmal umdrehen. Wir haben jetzt hier mal das Beispiel Berlin genommen. Links sind Impftermine. Das haben wir jetzt die letzten Tage mal beobachtet. Wenn man eine Aufforderung bekommt, kommen Sie zum Impfen ins Zentrum. Links sind alle die Termine, die Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag für AstraZeneca noch zu haben werden. Die werden einfach nicht abgerufen. Rechts BioNTech-Termine kriegt man überhaupt nicht. Sie sind in den nächsten 28 Tagen, werden zwar viele durchgeführt, aber erstmal aufgrund der starken Nachfrage nicht verfügbar. Flexibilität wäre doch, die diese Termine machen zu lassen, die den Impfstoff jetzt haben wollen. Wann geben Sie denn frei? Also wir haben ja gerade am Freitag den Impfgipfel gehabt und haben dort auch entschieden, dass jetzt die Hausärzte mitimpfen und dass die Priorisierung flexibel auch einsetzen sollen. 20 Dosen in der Woche. Ja, das liegt daran, also das haben auch die Ministerpräsidenten nochmal sehr deutlich gemacht. Der Vorwurf, dass so viel Impfdosen übrig sind und rumliegen, haben sie deutlich gesagt, das ist nicht so. Wenn in den Impfzentren Impfdosen übrig bleiben, dann ist ja jetzt Priorisierung für Lehrer, für Polizisten. Die werden nicht abgerufen, also Herr Braun. Ich muss Sie doch mal bitten, darauf zu schauen. Warum machen Sie nicht eine Impfbörse? Warum sagen Sie nicht, gut, wenn die jetzt 3 Tage hintereinander nicht weggehen, dann machen wir einfach mal auf das System und jeder, der sich da einen Termin schnappt, kriegt das Ding. Also das war ausdrücklicher Wunsch der Länder, dass die das machen und die spiegeln uns zurück, dass sie in der Lage sind, diese Impfdosen jetzt zu verimpfen. Wir haben jetzt vereinbart, dass die Impfzentren jede Woche 2 Millionen Dosen kriegen und alles, was mehr ist, werden wir jetzt in den nächsten Wochen in die Hausarztpraxen geben, die dann deutlich flexibler agieren können. Deshalb haben wir da auch sehr für geworben. Und die Organisation der Impftermine in den einzelnen Impfzentren, die läuft über die Bundesländer. Aber wir haben da intensiv mit drüber gesprochen. Und da war die klare Botschaft, dass momentan die Situation nicht so ist, dass große Impfmengen übrig bleiben. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich sehr dafür, dass die dann flexibel und schnell verimpft werden. Man darf nur einen Fehler nicht machen, dass wenn man sagt, jetzt 1 Million Impfdosen sind da. Dann kann ich nicht 80 Millionen Menschen darauf Hoffnung machen, sondern die Priorisierung hat schon eine gewisse Rolle. Deshalb zu sagen, über 70-Jährige, über 60-Jährige Menschen mit Vorerkrankungen sollen die zunächst mal bekommen, das halte ich für sehr richtig. Ja, das war aber richtig, aber jetzt, wenn die Dinger nicht weggehen, könnte man vielleicht flexibler sein. Ich verstehe aber, Sie wollen es langsam angehen. Es gibt sehr viel Kritik. Ich würde Ihnen gerne stellvertretend mal eine, die nicht von der Opposition kommt, zeigen. Das kommt aus der eigenen Fraktion.
Der Kollege hat geschrieben, wenn Ihnen nach einem Jahr Corona nichts anderes einfällt, als stumpf den Lockdown zu verlängern, dann ist das für die Menschen in diesem Land Politik Versagen. Es ist Ihre Aufgabe, auf die Menschen zuzugehen, zu versöhnen, statt weiter zu bevormunden, verbieten und zu gängeln. Der gestrige Beschluss, das bezieht sich noch auf Ostern, spricht leider erneut eine klare Sprache. Planlos, ratlos, mutlos. Ihre Mutlosigkeit führt in der Bevölkerung zu Hoffnungslosigkeit. Herr Lütz hat gerade den Vorschlag gemacht, für alles das, was schief geht, das Impfen und das Testen, und es geht schief, kann man natürlich sagen, ist alles Schuld der Länder? Nein. Oder man kann sagen, es ist unsere Schuld, wir bitten um Verzeihung, es sollte besser werden. Wir tragen da eine Gesamtverantwortung, und deshalb ist auch sehr klar, momentan ist beim Impfen unser zentrales Problem, dass wir einfach noch nicht genügend Impfstoff bekommen. Und dass der da ist, nicht schnell genug verimpft wird. Ja, ich glaube aber, dass es wirklich so ist, dass momentan in den Impfzentren das Tempo deutlich gesteigert wird. Ich nehme das auch wahr. Ich kriege auch diese Rückmeldung. Das sieht man auch an den Verimpfungszahlen. Mhm. Und die Flexibilität bringen die Hausärzte. Und dieser Versuch, wenn wir 24 Stunden am Tag impfen wollen, 7 Tage die Woche, dann können allein die Hausärzte in einer Woche 7 Millionen Dosen Impfstoff verimpfen. So viel haben wir momentan. So viel wollen nicht, wir haben. Ja. Und momentan haben wir 2. Aber im April wird es jetzt schon mehr. Und im Juni werden sowohl die Arztpraxen als auch die Impfzentren voll sein. Und das Positive daran ist, dass man wirklich sagen kann, auch wir werden dann sehr schnell den Ausgang aus dieser Pandemie finden. Mhm. Weil wenn wir an jedem ein Impfangebot gemacht haben, dann sind wir in einer Situation, wo wir auch sagen können, dann sind auch keine Beschränkungen mehr notwendig. Ja, im Juni. Okay. Ich hoffe, dass wir bis dahin irgendwie die Mutation noch irgendwie einschränken können, und wünsche Ihnen wirklich aus ganzem Herzen viel Erfolg bei dem, was Sie tun. Einfach ist es nicht, und es wird auch nicht einfacher. Herzlichen Dank für den Besuch heute.